da gerade und Ben sagt, wir müssen nichts Kompliziertes mehr spielen. Das Einfache, sucht das 1 gegen 1. Die Möglichkeiten habt ihr. Und das Ziel ist jetzt klar ausgegeben, auf Sieg. Ich glaube, das war es zu Anfang auch. Aber jetzt glauben die Mädels halt an sich. Sie sehen, dass es mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung so weit reicht, dass man einen Rückstand aufholen kann und jetzt mittlerweile mit 3 Toren vorne liegt. Und dabei denke ich mal auch noch nicht mal 100% ans Limit gehen musste. Das heißt, der Kraftaufwand und der Verschleiß ist noch nicht so hoch, als wenn man sich permanent einem Rückstand hinterherläuft und versucht, Tor für Tor ranzukommen. Zum Spiel ist es natürlich etwas leichter. Dann hoffen wir mal, dass es für die letzten 14 Minuten locker und entspannt bleibt. Und Adi, man sah jetzt schon wieder besser aus bei der TSG. War ein schöner Spielzug. Und man wollte sagen, mal schauen, wie viel die Auszeit jetzt bewirkt hat bei der TSG. Und 7 Meter für die TSG Wismar. Franziska Rassel hatte sich da durchgesetzt. Und demnach wirft sie auch nicht, sondern Pia Zibur. Ich gebe jetzt nochmal eine Prognose ab, den hält sie jetzt sicher. Laura Fischer sagte, Steffen, mach dich groß, präsent, zeigen. Eber, den hat sie. Und da hier sitzt mein Experte Roberto. Der hat Ahnung vom Handball. Das war eine klasse Prognose. Super gehalten von Laura Fischer. Gut aufgepasst vor allen Dingen, den Himmel. War weit rausgekommen, große Präsenz gezeigt. Und da wollte sie sich ausheben. Foul, ja. Und jetzt Stürmer Foul entschieden gegen Julia Grünwald. Ja, Schulter, da war kein Weg. Schulter voraus und durch zwei Leute durch. Und durch den Kreis gelaufen. Eine bessere Position gesucht, indem man einmal kurz einen Schritt durch den Kreis läuft. Hat der Schiedsrichter gut erkannt und dementsprechend auch gepfiffen. Jetzt einmal die Situation nicht auf den Trainer gehört. Schnell nach vorne und Laura hat abgebrochen und kriegt dann das Zeichen richtig und gut gesehen von ihrem Trainer. Ja, aber was soll ich jetzt Hektik machen, wenn ich mit 3 Toren führe? Das ist Steffen sagt, bloß nicht kompliziert werden, macht es ganz einfach weiter. Weil die einfachen Dinge sind die Dinge, die im Endeffekt auch am besten funktionieren. Das kann kompliziert und schön aussehen, wenn du keinen Erfolg damit hast. Das ist richtig. Ein technischer Fehler da bei Julius Schiller. Zeitspiel. Passives Spiel angezeigt. Und jetzt muss sie gehen, jetzt wird sie ins 1 gegen 1 suchen und dann abgepfiffen. Dann muss sie natürlich den Abschluss suchen. Und jetzt das einfache Tor für Wismar. Durch Silke Pörschke. Auch wenn da Steffen ein Stürmer-Foul gegen Theresa Meissner reklamierte. 25-23. Und Maria Kloth steigt da hoch und ganz macht stark. Am Block hochgestiegen, Bofan freigelassen. Und dann trocken auf die kurze Ecke gezogen. Zu ihrem dritten Treffer in diesem Spiel. Und zur 3-Tore-Führung 26-23 für Grünwald-Schwerin. Das war Fuß und von Dürr. Und Grünwald mit der Möglichkeit aufgenommen. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Franziska Rassel. Sie sind ganz einverstanden. Das sind die Wismaraner scheinbar etwas anders. Emotionen dürfen raus, müssen auch raus. Solange man nicht auf dem Feld steht, nicht an der Bank sitzt, auf der Bank sitzt, ist das schon in Ordnung. Man soll seinem Unmut natürlich Platz machen. Ja. Ich meine, aus meiner Sicht war das jetzt richtig entschieden. Ich habe dafür in gleicher Situation schon mal rot gesehen. Und man sagte mir, das wäre vertretbar, weil von hinten. Es sind viele Sachen vertretbar, aber ich meine, sie haben es gut bewertet. Und das war gut gespielt von der TSG Wismar, Silke Pörschke mit dem 5. Treffer, 26-24, das ist eine Unterzahl.
Das muss Schwerin aufpassen, dass sie die Konzentration hier nicht lassen. Relativ hektisch jetzt geworden in den letzten 2-3 Minuten. Ne, einfach ruhig spielen vor allem. Katrin Hilger jetzt am Kreis. Da war die Lücke da, weil die Spielerin aus Wismar lag. Ja, mit viel Glück den Pass gespielt auf die Kreisläuferin. Ich glaube, der war auch so gar nicht gewollt von Tinner. Ich glaube, die wollte eher mit der Brechstange durch die Abwehr. Dadurch ergibt sich eine, ich verliere mal die Ballsituation. Und Katrin Hilger steht natürlich dann wie Gold richtig als Kreisläuferin im freien Raum und macht ihn auch sicher rein. Dann lässt sie ihn werfen und... Nein. Bitte nicht. Abwehr durch den Kreis gepfiffen. Marie sagt auch gerade, ich lass los, bringt los. Schreit, es gibt den Wurf, gehalten von Laura Fischer. 7 Meter jetzt für die TSG Wismar. Ja, ich habe die Abwehraktion jetzt eigentlich auch bei gut 6,5 Meter gesehen und nicht auf dem 6-Meter-Strich. Aber sei es drum, es gibt 7 Meter für die TSG Wismar. Und dieser sicher verwandelt von Pia Zibur. Ihr 5. Treffer in diesem Spiel, 27 zu 25. Das wären spannende letzte 9 Minuten hier. Ja, Wismar füllt wieder auf. Und schön gespielt, Theresa Meister. Und wieder, sagst du es, als Aufsetzer geworfen. Maria Kluth einen schönen Pass gespielt, einen klugen Pass gespielt. Schneller Angriff von Wismar verpufft. Der kluge Pass und dann ist Theresa Meister frei, nutzt die Lücke und dann als Aufsetzer Maria zum 28 Kluth zu 25. Einen klugen Pass, das hört sich schön an. Ich glaube auch, Maria kann einiges mehr. Sie kann von hinten und Laura Fischer. Sie kann auch Spielsituationen schaffen, dadurch, dass sie Druck auf die Abwehr macht. Und Rassler. Rassel, Franziska Rassel. Ja. So ist richtig, 10. Treffer, 28 zu 26. Ja, Wismar schießt grundsätzlich alle Bälle auf die lange Ecke. Ich sag mal, 80% der Bälle gehen aufs lange Eck. Vielleicht auch da nochmal, dass Steffen auf seine Torhüterin einwirkt. Sarah Bischoff vergisst da den Ball. Und was jetzt? Verletzung Julia Grünwald. Und 2 Minuten gegen die TSG Wismar. Das habe ich jetzt nicht gesehen, wofür. Pia Zibur, es ist ihre erste. Zumal das Spiel ja erst weiterging. Begründung des Schiedsrichters, Angriff an den Hals. Und das sind dann 2 Minuten. Ich habe jetzt ganz unglaublich mal zum Kameramann geguckt, ob er es gesehen hat. Aber auch er zuckt mit den Schultern. Ja, aber Julia Grünwald liegt am Boden, greift sich da an den Hals. Also es muss schon was passiert sein, das auf jeden Fall. Ich hatte mich jetzt ein wenig verwundert. Dass er so aussah, als ließen sie es weiterlaufen und brechen es nur, aber weil aus Verletzungsgründen. Ja gut, die Kontersituation war abgehakt. Wismar hat den Konter nicht gefahren, auch nicht die zweite Welle. Also bestimmen sie die Spielsituation, gehen auf die verletzte Spielerin ein. Wäre eine erste, zweite Welle daraus gekommen, hätten die Schiedsrichter laufen lassen, weil es ein Vorteil war. Und die Aktion muss natürlich danach bewertet werden, das ist schon richtig. Okay. Julia Grün. Ah, sie steht wieder. Wald hustet ein bisschen, hat ein bisschen was Schwerluft bekommen, aber es geht weiter und so sehen wir es natürlich gerne. Und da hat man auf der Kamera leider nicht sehen können, aber der Blick zwischen Steffen, Franke und Giddy, der Trainerin, den Trainern, ja, und Steffen mit dem bisschen. War sicherlich relativ. Und wir haben sogar auf Bild, höre ich aus der Regie, und Laura Fischer wieder mit dem gehaltenen Ball. Ne, und war sicherlich ein giftiger Blick. Nee, gar nicht. Ich sah das von hier nur den Blick von Steffen, diesen verschmitztes Lächeln. Okay. Ich krieg dich, ich hab dich. Na, noch sind es aber noch 7 Minuten. Noch sind 7 Minuten, noch hat er sie nicht. Aber 2 Tore Führung für seine Mannschaft. Die sich hier Arbeit haben. Sarah Bischoff. Ah, schade. Richtige Wurfvariante als Aufsetzer, aber diesmal hat sie die Beine zusammenbekommen.
ein Bein am Ball, hält den Ball und die Möglichkeit für die TSG Wismar. Hier jetzt wieder zum Anschlusstreffer. Kommen können, nicht schon da sind. Ja, die Möglichkeit dazu ist gegeben. Hört sich so an, als ob du schon den Angriff so abwertest, dass das Tor gefallen wäre. Nein, es ist natürlich die Möglichkeit und hier ist die Möglichkeit und da ist das Tor, der Anschlusstreffer. Wieder aufs lange Eck unten. Saradül mit dem Anschlusstreffer. Und wir haben ja gesehen, wie das hier hin und her ging heute in diesem Spiel. Hier ist einiges möglich in diesen verbleibenden 6,5 Minuten. Und ich hatte mir von diesem Spiel einiges an Spannung versprochen und das hält es bisher auch. Ich bin überrascht, dass die Schweriner Mädels da wirklich permanent gegenhalten können. Auch wenn es erst in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit war und jetzt war fast über 25 Minuten der zweiten Halbzeit. Das erstaunt mich, aber zeigt auch, dass die Mädels natürlich einen guten Trainer haben. Und jetzt Zeitspiel angezeigt, passives Spiel angezeigt. Und Steffen, bist du clever? Maria Kloth. Und Ballbesitz für die TSG Wismar. Hat sich aber Katrin Hilger wehgetan. Ja, das. Und die Franziska Rassel auf der Hand, oder beziehungsweise auf dem Arm von Katrin Hilger gelaufen, das hat wehgetan. Deswegen haben die Schiedsrichter unterbrochen. Das passiert in so einem Spiel. Alles in Ordnung, aber jetzt die Chance zum Ausgleich für Wismar. Ja, Gitti geht jetzt ab wie eine V1 hier auf der Wismaraner Bank, die Trainerin. Und das war klasse gespielt von Rassel auf Dürr. Und Auszeit von Steffen. Die Auszeit genommen von Steffen Franke und ich denke, das war auch nötig. Und ich habe. War das nicht der Ausgleich? Doch, war der Ausgleich. Doch. Ah, das geht. Jetzt in der Auszeit nicht, weil direkt Auszeit genommen wurde von Steffen Franke. Also, auch wenn es auf der Anzeigetafel noch anders steht, richtiger Spielstand 28-28. Ein faszinierendes Bild jetzt auf beiden Seiten, wie die Trainer auf ihre Einwürfe. Da merkt man, wie man die Spannung hier greifen kann. Anspannung und Spannung, denke ich mal. Ja, natürlich. Und ist natürlich auch angespannt, wenn diese Spannung in der Luft liegt, wenn er so eng auf Knopf steht. Und es geht weiter mit Anwurf für Grün-Weiß Schwerin. Steffen mit seiner Lieblingsvariante. Den Torwart rausnehmen. Und das war klasse, Maria Kloth. Ganz stark. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel. Genau, das ist das, was ich meinte. Die kann so viel. Und heute scheint sie das erste Mal so richtig unter meinen Augen umzusetzen. Das freut mich definitiv. Weil sie auch beruflich sehr